Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei der nächsten Session. So. Okay. Ja. Was haben wir denn noch hier? Nehmen. Neuer Splitter. Schlafen gehen? Nein. Checke deine E-Mails, öffne dein Inventar. Inventar. So, Kopf. Basecap. Oberkörper. Was ziehen wir denn da an? Die kugelsichere Maske. So, jetzt haben wir das schöne Ding an hier. Die Brille. Mit der Ding. Ziehen wir an. So. Da ziehen wir erstmal das an. Kleidungssets. Bandagen. Ne. Unterkörper. Ablegen. Nee, danke. Wir ziehen jetzt keine Bandagen an. So, Füße. So, was haben wir noch? So, wir haben die so physischer Schaden. Da setzen wir mal ein Ziehfernrohr oben drauf. So, und was haben wir hier? Bündung. Verringert den Schaden um 30%. Ja. So. Ich weiß, du verringert meinen Schaden, aber... So. So. So, was haben wir hier? Die sind alle weniger Schaden. Da geht es aber darum, mal eine schöne Baseballschläger. So. Scharfe Waffe. Okay. Cyberware. Okay. Wir haben ein bisschen Kohle auf der Tasche. Oh. Charakter, Levelausstieg. Ja, wir haben ja ein bisschen was gelevelt beim letzten Mal. Wir sind ja jetzt ein bisschen durcheinander. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Konstitution. Okay. Straßenschläger.
stumpfe Waffen. So, Reflexe. So, dann machen wir hier. Den maximieren wir mal. So, verdeckter Einsatz, dekretierte Verschwörungs. 10% während du aus der Deckung schießt. So. Da gibt's nichts. Ja, wir erhöhen mal die Konstitution. So. Nimm die Munition, optional. In den Spiegel schauen, können wir gerade nicht. Dusche anmachen, finde etwas zu essen. Ja. Was zu essen? Haben wir hier irgendwas? Ja, müssen wir mal schauen, ob wir hier was zu essen finden. Was müssen wir denn noch finden? Checke deine E-Mails. So, Nachrichten, überfällige Miete, noch nicht die Miete für ihre Einheit erhalten. Okay, also Miete ist fällig, ja toll. Mega Medikamente Lotterie, okay, ja, nur solange der Vorrat reicht, Betrugswarnung. Okay. So. Nimm dir Munition und finde etwas zu essen. Nimm dir Munition und finde was zu essen. Wo soll das denn sein jetzt? Das muss mir mal einer sagen. Wo hier noch was zu essen sein soll. Und die Munition. So, wir duschen mal. Naja. Spülen mal alles das Klo runter. Schlafen gehen? Nein. Finde etwas zu essen. Okay, das haben wir. Nimm dir Munition. So. Munition, wo haben wir denn Munition? Okay, das haben wir. Hakimura hier. Komm zu Tom Steiner. Okay. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Okay. Tom Steiner. Tom Steiner, okay.
So. So, was haben wir jetzt schon wieder? Wackelt der Bildschirm. Lies die Nachricht der Verwaltung vom Megagebäude. H10 optional. So, wo sind die denn, die Nachrichten hier vom... Ja. Okay. So. Nachrichten. So, Megagebäude. Nachrichten. So. Möchte darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. So. Journal. So. Was haben wir denn hier alles? Ach, du liebes bisschen. Aufträge? So. Playing for Time ist die Hauptmission. Kümmern wir uns erstmal. Ja, fragen wir einfach mal nach. So. Sprich mit Polizisten. Was ist hier los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte! Das ist sein Nachbar! Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Jo, wir haben ein bisschen gequatscht. Hat vor kurzem aufgehört. Er hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Er könnte was Dummes tun. Oh. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Ein gehässiger Bastard. Schön. Willst du noch ihn sehen, wenn er sich beruhigt hat? Klar doch. Ja, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Sprich mit Barry. Ja, dann sprechen wir mal mit Barry. Guten Tag. Alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Okay, versuchen ein paar Stunden nochmal. So. Journal. Human Nature. Wenn wir draufgehen, interessiert das die Welt einen Dreck. Das Leben geht weiter. Bis auf die letzte Spur von uns für immer verschwunden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen wurde dein Wagen abgeschleppt. Wenn du mich fragst, zeigst du der Welt am besten, dass du noch lebst, indem du dir deine Karre wiederholst. Ist vielleicht nicht das ambitionierteste Unterfangen, aber für jemanden in deiner Position ist es immerhin ein Anfang. Ja. So, hol dein Auto. So, dann gehen wir mal mein Auto holen. Ja. Mein schönes Auto, tuff, tuff. Na.
Oh, tut mir ja leid. Ja. Ob da nicht einer gehackt hat? Ach, okay, dann hätte wahrscheinlich irgendwie sein Kollege ja gesagt. Ja. Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, ja. sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. So. Delamain. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Schädigung zu arrangieren. Mr. V, ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Wells sterbliche Überreste seiner Familie übergeben wurden. Mama Wells, wir müssen reden. Bitte geh ran. Ich rufe dich zu. So. Na, dann gehen wir mal zum Delamain Headquarter. Unsere Karre kann gerade nicht mehr. Ein Fixer hat dir gerade eine Karre zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, wähle dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Okay. So. Regina Jones. Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut, aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Und das ist keine Metapher. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Jedenfalls nicht in einem Satz. Watson. Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut. Aber Okay. die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Und das ist keine Metapher. Okay. Jedenfalls nicht in einem Satz. Watson. Früher Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Bis dann. So, Schrottkarre. So, was hat die denn für eine Nachricht, Autos zu verkaufen? Oh, schön, stand 10 Jahre in der Garage. So, dann wollen wir mal erstmal zum Delamain Hauptquartier.